Okay, also die Top 4 haben wir erledigt. Jetzt müssen wir nur noch gegen unseren Erzrivalen YouTube antreten. Und diese kleine miese Ratte werden wir doch wohl schaffen. Hallo, auf diesen Moment warte ich schon lange, Tita. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisiert habe, ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das, ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Tita, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Oh mein Gott! Bevor wir die Pokémon-Liga bestiegen haben, haben wir ihn locker in die Tasche gesteckt. Gerade so. Der hat bestimmt ein paar Level höher als die anderen. Oh, verdammt. Sandwirbel. Ich glaub's ja nicht. Ein Taubos mit Sandwirbel? Bist du noch zu retten? Bitte, 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 bitte. Oh, fucking. Gleich nochmal. Er setzt Top-Genesung ein. Obwohl das Pokémon nicht paralysiert ist oder so. Pff, ein Hypertrank hätte es auch getan. Aber nee, er muss ja Top-Genesung einsetzen. Und angeben damit, wie viel Kohle er scheinbar hat, dass er da eine Top-Genesung rausschmeißen kann. Gleich nochmal. Aeroas. Oh, wei. Da habe ich aber Schiss. So, erst Pokémon erledigt. So, das war Tauboss. Als nächstes kommt Rizeros. Na, da weiß ich doch gleich, wen ich einsetze. Magic. Ich hoffe, es wird eine K.O.-Attacke. Yes, es ist eine K.O.-Attacke. Klasse, klasse. Simsala. Psycho, Psycho. Jetzt muss ich kurz grübeln. Wen setze ich gegen Simsala an? Simsala. Relaxo? Das ist jetzt ein Bauchgefühl. Ich weiß nicht mehr genau, was gegen Psycho gut war. Ich glaube, Flug war. Reflektor. Mit Verteidigung. Ja, Kopfnuss ist ja spezial, wa? Wei. Ich glaube, YouTube ist mit Abstand der leichteste, der nach den Top 4 dennoch zu besiegen ist. Relaxo erreicht Level 49. Versucht weiter zu erlernen. Ach nee, lass mal. Wäre vielleicht am Anfang nicht schlecht gewesen. Kokowai. Eieiei. Kokowai. Da setzen wir Pizza ein. Ich hoffe, dass die Initiative ausreicht, um als erstes zu schlagen. Och nö. Du bist aber ein fieses Arschloch. Schläfert der mich hier volle Kanne ein? Hätte ich vielleicht mal so eine Dingsbeere einsetzen sollen, wa? Eierbombe. Oh fuck. Wir haben ja noch ein paar Hypertränke. Das gefällt mir gar nicht. Ah, verdammt! Ich kam nicht dazu, hier eine Attacke zu machen. Weil er mich eingeschläfert hat, der olle Penner. Dadurch habe ich meinen Vorteil verloren.
Bedroher, okay. Ach Mensch, Garados kann ja gar nicht fliegen. Scheiße. Vergesse ich immer wieder ein Tydro. Ja, schreck zurück, immer weiter so. Schlafpuder, ey, was bist du für ein Affe? Oh mein Gott! Ist doch wohl nicht wahr, wa? Jetzt kommt bestimmt wieder Eierbombe. Toll. Nee, Lichtschild. Ach, hab ich ein Schwein. Ach, Mensch. Gigasauger. Ach, Scheiße! Na, echt geil. Zapdos. Aber ich brauch Zapdos eigentlich noch. Für seinen Turtok. Och Mensch, jetzt komm doch mal nicht hier mit deinen Kack. Verdammt. Die haben wir mit seinem ollen Schlafpuder. Und dann dauert diese olle Melodie mal so lange. Da krieg ich so einen Hals, ey. Könnte ich am liebsten den Laptop hier wegschmeißen. Da verliert er sowieso. Oder glaubst du, ich lasse dich hier gewinnen? So, jetzt flieg ich. Du kannst mich mit deinem Schlafpuder am Arsch kratzen. So, jetzt aber... Was? Keine K.O.-Attacke? Was bist du denn für ein Arsch? Oh, nee. Ich krieg hier gleich einen Hals, ey. Ist ja wohl nicht wahr. Wie kann man nur bei... Nee, also wenn ich den hier fertig habe, dann mache ich Feierabend. Das sage ich euch, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Er setzt Top-Genesung ein. Mann, bist du ein feiges Huhn. Bock, 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 bock. Nichts, Alter. Kommst du mir jetzt wieder mit Schlafpuder, dann raste ich aus. Komm schon, Volltreffer. What? Er setzt Top-Genesung ein, ich glaub's ja nicht. Boah, Schnabel! Muss eigentlich eine, ist ja auch eine Flugattacke, wa? Ist sehr effektiv. Machen wir doch gleich nochmal, Boah, Schnabel. Ich dachte, das wäre eine normale. Hab ich gar nicht so drauf geachtet. Oh, nö! Also hier muss man echt gegen Schlaf gewaffnet sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Heute Pokeflöte wieder mal la 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 la. Leck mich doch am Arsch. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen angepisst. Ich hasse Statusänderungen. Das ist voll der Fail hier. Wer sowas eingeführt hat. Echt mal. Ich setze ganz, ganz selten auf Effekte wie Paralyse oder so. Ich meine, zurückschrecken, so eine Attacken sind ja noch okay, aber wo ich dann erst irgendwie noch ein Item einsetzen muss. Ein Garados. Yeah, geil. Jetzt kommt meine Donnerblitzattacke zum Einsatz. 61? What is going on here? What the... Na gut, Donnerblitz. Komm. Drachenwut. Ging ja noch.
Oh, ich habe gerade den Adler angehalten. Es hat geholfen. Ja, wir haben gerade das erledigt. Jetzt müsste eigentlich ein Turtok kommen, ne? Ach nee. Ach nee, nicht Turtok. Ich habe ja mit Bisasam angefangen, also kommt jetzt Glurak. Oh Mann, scheiße. Markus ist angeschlagen. Und das ist ein 63er. What fucking going on? Hydropumpe! Feuersturm, na toll. Wenn ich Pech habe, bin ich jetzt K.O. Aber eigentlich... ja. War ja klar. Ne? Okay. Das bin ich wirklich... Aeroas. Los, Regensack, so, sauf! Ich versuche mal Psychokinese. Er benutzt bisher ja nicht wirklich Feuer. Okay, Psycho ist auch nicht besonders. Aber ich habe irgendwie die Befürchtung, dass der noch Hyperstrahl oder sowas drauf hat. Ach komm, probier wohl Pflanze gegen Feuer, das war nicht besonders doll. Toll. Hätte ich mir schenken können, wa? Okay, also. Oh, nicht! Bitte, halt noch durch. Oh, schnell Übertrag einwerfen. Zum Glück hat der Fehler nicht ganz K.O. gehauen. Feuersturm, na toll. Ich brenne. Toll. Kopflos? Ich habe ihn auch nicht mal richtig angegriffen. Na toll. Beutel. Hallo. War top Genesung. Mann, was man hier durchmachen muss. Sein letztes Pokémon, Leute. Da müssen wir irgendwas machen. Das müssen wir schaffen. Verdammt. Feuersturm. Oh mein Gott. Ey, wie werden es doch wohl schaffen, hier das letzte Pokémon von dem Platz zu machen? Der ist doch schon fast fertig, ey. Oh Gott. Wir haben bloß noch zwei Pokémon. Und ich bräuchte dringend... ich hab doch einen Toppeleber. Okay, wen gehen wir an die Toppeleber? Gyarados. Er sitzt Schlitzer ein, ich wundere mich. Wow! Ist doch nicht wahr! Wir haben ihn erledigt! Domina, du bist ja echt geil! Let's play Markus noch recht Level 50! Toll, und wir haben YouTube besiegt! Ah.
Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, der Pokémon-Liga zu werden. Oh nein, das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe doch meine Pokémon so sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Tita? Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champ der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Bisasam auf den Weg gemacht hast. Tita, du bist so viel erfahrener. YouTube, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hast die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. YouTube, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinen Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Tita, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Tita, folge mir. Ja, geil! Herzlichen Glückwunsch, Tita. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier alle ihre Pokémon geehrt. Tita, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Tita, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Yeah, ole ole, supergeil, wir haben die Pokémon-Liga geschafft. Ach, und ich hab's vor Weihnachten geschafft, wie ich es vorhatte. Speichervorgang, Gerät nicht ausschalten. Zapdos, Relaxo, Magic Bisasam, Domina Georock, Garatos, Let's Play Markus, Pizza Flamara. Wir gratulieren zu eurem Einzug in die Ruhmeshalle. Yes, und das bin ich, Tita Kenshi, die Superfighterin aus dem YouTube-Kanal. Champ der Pokémon-Liga, herzlichen Glückwunsch! Oh, wo will der denn hin? Ach ja, ich bin Champ. Pokémon Blattgrün Edition. Credits. Laufen wir mal. Director. Junichi Masunda. Art Director Kensugi Mori. Battle Director. Naja, ihr könnt ja selber lesen. Ich kann die Namen nicht so aussprechen. Laufen wir jetzt nochmal alle Städte ab? Hui. Glurak. Azuria City, da haben wir Misty besiegt. Ja, dann sind wir auf dem Weg zum Felstunnel gewesen hier. Irgendwie war das doch. Oder nee, das ist ja schon aus dem Felstunnel raus. Ach nee. Das war bei Mr. Bill oben die Ecke. Hier haben wir, wo die MSN noch war. Ich komme mal auf. Ich kann auf die Städte haben. Ich glaube Orania City oder so. Ach. Dieser Flur. Da geht's zum Lavandier. Pokémon-Turm rechts im Bild. hier die Spielhalle.
wo wir Team Rocket raus vertrieben haben. Da werde ich mir wahrscheinlich noch ein Dratini besorgen. Kostet auch irgendwie 4000 Münzen. Da noch ein Hauptquartier von Turtok. Und der Radweg. Oh, da ist Gary. YouTube meine ich. Der heißt halt in der Serie Gary und ich habe das irgendwie noch im Kopf. Wenn ich die Jahre sehe. Der ist immer total eingebildet in der Serie gewesen. Erst später irgendwie ist er mal ein bisschen vernünftig geworden und dann auch in die Fußstapfen von seinem Großvater getreten, also Pokémon-Forscher. Fand ich cool, dass er dann endlich vernünftig geworden ist. Ah, hier. Die Nova-Insel mit dem Pokémon-Haus. Villa. Pokémon Villa. Pikachu! Hier geht's dann wieder nach Alabastia zurück. Ach, was haben wir für Abenteuer erlebt? Wie viele Parts haben wir gekämpft? Was haben wir geflucht, geheult, gelacht? Kommt noch was? Ja, der Titelbildschirm. Ist ja krass. Game Freak. Blattgrün-Edition. Kämpfe gegen Kikli von Bruno, der Top 4. Ja, dann Apollo, Dragonair, Siegfried und so weiter, Top-Champion. Tita sichert das Spiel genau hier. Yes! Und da kommt Professor Eich. Ah, Tita, du bist also zurück. Wie ist es denn um deinen Pokédex bestellt? Darf ich ihn sehen? Ah, du hast 57 Pokémon gefangen. Das scheint, du würdest dich wirklich anstrengen. Wenn du mehr Einträge hast, musst du ihn mir erneut zeigen. Ja, irgendwie habe ich die 60 verpasst. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich mache vielleicht noch ein paar Parts mit Pokémon fangen und so. Und dann sehen wir mal weiter, ob wir hier... Ich meine, wir sind ja im Prinzip fertig durch. Also, ja, war echt nett mit euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und ein paar Parts kommen vielleicht noch. Dann Pokémon fangen und so. Und züchten, also aufziehen, tue ich ja auch ganz gern. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi, eure Tita Kenshi.